Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich eine tropfende bzw. undichte Armatur am Waschbecken richtig reparieren kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Meist ist eine defekte Kartusche im Inneren von unserem Wasserhahn das Problem und damit wir da einfach rankommen, müssen wir erst einmal beide Eckventile, welche sich normalerweise unter dem Waschbecken befinden sollen, ganz im Uhrzeigersinn zudrinnen. Dadurch ist auch schon die Wasserzufuhr abgesperrt. Als nächstes können wir mal unsere Armatur öffnen, um diese auch wirklich drucklos zu machen. Und bevor wir zum nächsten Schritt übergehen, würde ich unbedingt noch das Waschbecken einmal schließen, da hier natürlich auch gerne Kleinteile verloren gehen. Wenn wir das haben, befindet sich eigentlich bei fast jedem Modell hier vorne so ein kleiner Stopfen. Den müssten wir am besten einmal mit einem kleinen Schlitzschraubendreher bzw. auch einer Pinzette heraushebeln. In meinem Fall ist das nicht mehr möglich, weil er einfach schon zu weit drin ist und dann können wir ihn normalerweise auch einfach durchschieben, da wir da sowieso gleich öffnen werden. Jetzt nämlich einen passenden Imbusschlüssel zur Hand nehmen und wir können darin eine Schraube einmal gegen den Uhrzeigersinn lösen. Laut Hansgerüll reicht das übrigens aus, wenn wir circa 4 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn gehen und danach können wir nämlich auch den Griff schon ganz einfach nach oben rausziehen und wir erkennen, dass hier unten auch schon unser kleiner Stopfen von zuvor ist. Bei stark verkalkten Modellen kann ich dir übrigens nur den Tipp geben, dass du wirklich mal probierst, vorsichtig mit dem Schlitzschraubendreher das Ganze auch noch nach oben vielleicht abzuhebeln, genauso wie wir es jetzt auch mit dieser Kappe hier darunter machen können. Unter der Kappe erkennen wir noch eine spezielle Spannmutter, da kann ich jetzt entweder mit einem passenden Gabelschlüssel oder auch mit so einer Armaturenzange hier anpacken und das Ganze einfach mal noch vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn lösen und dann sollte es normalerweise nämlich auch schon komplett per Hand zum Rausdrehen gehen. Darunter befindet sich dann auch schon unsere Kartusche, die wir jetzt nach oben einfach abziehen können. So eine Kartusche ist leider einfach ein Verschleißteil, was über die Jahre doch mal gerne kaputt gehen kann. Und wenn du hier unten bei deiner Dichtung jetzt nicht doch irgendwie ein größeres Schmutzstück erkennen kannst, was man auch entfernen könnte, was diese Undichtigkeit verursacht haben könnte, dann empfehle ich dir auf jeden Fall gleich eine neue Kartusche dir zuzulegen, da du sonst mit der alten immer wieder Probleme haben wirst. Wie man übrigens so eine neue Kartusche für das passende Modell herausfindet, da am besten einfach mal bei dem Armaturenmodell direkt nachschauen oder auch beim Hersteller nachfragen, denn dieser gibt normalerweise auch genaue Maße bei der Kartusche jetzt an. Bei der neuen Kartusche müssen wir eigentlich nur darauf achten, dass hier zwei solche kleinen Löcher sind und dementsprechend gibt es auch in unserer Armatur da drin nämlich zwei solche kleine Nasen, die genau da jetzt drauf passen. Ich mache es mal mit Absicht etwas verdreht, dann können wir sehen, es geht nicht weiter rein und sobald ich es aber in die richtige Stellung bringe, rastet es auch schon ein und kann nicht mehr weiter bewegt werden. Danach müssen wir mal wieder unsere Spannmutter dementsprechend drauf geben. Hierfür gerne auch mal diesen Griff noch etwas weiter nach hinten drücken, dass natürlich die Spannmutter auch ordentlich drauf passt. Und wenn es dann per Hand schon angepackt hat, dann kann ich auch noch mit meiner Armaturenzange das Ganze dementsprechend wieder fester anziehen. Als nächstes die Kappe von oben wieder auf unsere Armatur draufgeben, dass diese auch über den O-Ring drüber geht. Und wir können auch schon im nächsten Schritt einmal schauen, dass unser Griff jetzt wirklich sauber hier oben drauf geht. Dieser müsste normalerweise auch gut passen. Und danach natürlich auch wieder unser Imbusschlüssel nehmen und einmal das Ganze im Uhrzeigersinn festdrehen. Normalerweise sollte es hier auch wieder circa 4 Umdrehungen sein und dann spürt man eh schon den Widerstand, was dann auch ausreichen sollte. Wenn das geschehen ist, den kleinen Griffstopfen mal wieder in die entsprechende Öffnung hineingeben, unseren Abfluss öffnen, beide Eckventile wieder ganz gegen den Uhrzeigersinn öffnen und wenn sie auf Anschlag sind, wieder circa eine halbe Umdrehung zurückdrehen, dass sie einfach länger gängig bleiben. Und wir können alles mal auf Funktion überprüfen. Wasser kommt auf jeden Fall. Ich schaue natürlich auch, ob Kaltwasser und Warmwasser jetzt auch wieder richtig funktioniert. Bei mir schaut das auf jeden Fall super aus. Hier hinten ist auch alles dicht. Und somit haben wir dann auch schon eine undichte Armatur richtig repariert. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens so eine Armaturenzange, eine neue Kartusche oder vielleicht auch gleich eine neue Armatur zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link in der Videobeschreibung klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern.
Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.